Ich hab, also so, ich hab jetzt so rumprobiert und auf einmal... Auf all die armen Bastarde, oh nein, die jetzt den quatschen die Januar wieder. durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Oh, Raumdeo. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Geht's und noch? Auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Tja, dann können wir die ganze damit Woche vielleicht... Also, ich meine, wenn wir jetzt mal das Raum... Oder wenn wir jetzt mal so ein paar Streichhölzer, ne? Mit die jetzt mit dem Raumdeo. Das wollte ich schon immer mal machen. Ah... Da strömt scheinbar Gas aus. Oh nein. Das sollte ich lieber nicht in die Nähe meines Mundes bringen. Was? Aber du hebst es auf. Gut, dann, weil wir nicht draus lernen, versuch zwei. Hey, bist Feuerlöcher. Du irre? Ich will nicht, dass mir das Ding im Gesicht explodiert. Na gut, dann machen wir das mal. Wir haben doch, warte, wir haben doch Kleber, ne? Und wenn wir das jetzt, den Kleber da das dran muss machen, nicht geklebt werden. Könnten wir das dann an das Dings... Oder wir gehen mal ins Wohnzimmer. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller okay. Monate machen. Also wir müssen doch... Und also wir müssen die doch... Säufer, die okay, Moment, Moment, Moment. So, wir müssen doch eine Bombe damit bauen, oder? Da strömt scheinbar Gas aus. Ob dann irgendwann keins mehr ausströmt und man neu laden müsste, wenn man, wie ich, 10.000 Jahre rummehrt? Batterie, Feuerlöcher, keine Ahnung. Was braucht man damit noch? Damit will ich die... Nein, nicht die T-Shirts. Ach. Nein. Damit will ich den Feuerlöscher... Damit will ich den nicht verwenden. Jetzt geh doch mal ins Inventar. So. Bist du irre? Ja, okay. Hm. Vielleicht kriegen wir die Schublade so auf. Ah. Drei. Zwei. Eins. The fire in the hole. Vielleicht. Was zur Hölle war das? Oh, nichts. Nur Blähung. Mein Magen war die letzten Tage etwas verstimmt. Großer Gott! Du solltest mal zum Arzt damit gehen. Ich weiß. Tut mir leid. Schon okay, sei einfach still. Zwing uns nicht, dich an die Leiche deines Freundes zu ketten. Wäre das nicht etwas grausam, Alter? Hey, schon verstanden. Ich bin ganz ruhig, versprochen. Fuck! All der Ärger für eine blöde Gabel? Gott, ich hoffe, die wird wenigstens noch mal nützlich. Ja, ich glaube, die wird nützlich, weil entweder können wir uns damit durch das Fenster das muss ich doch nicht aufgabeln. Kratzen oder wir... Boah, ich hasse Randall. Ach, guck mal, hier ist ein kleiner Riss. Ein kleiner Riss im gebrochenen Stalaktit. Das muss ich doch nicht aufgabeln. Oh, Mann, du Sack, ey. Jetzt aber. Der ist schon spröde und ich will ihn nicht kaputt machen. Willst du mich verarschen? Na klar, willst du den abmachen? Oh. Ah, das gibt's ja nicht. Das muss nicht geklebt werden. Nein, bloß nicht. Du willst es nicht kaputt machen, du willst es nicht ganz lassen. Was denn dann? Möchtest du es kühlen? Der ist schon spröde und ich will ihn nicht kaputt machen. Hm. Vergiss es. Ja, ja, nur ernsthafte Angelegenheiten. So. Können wir vielleicht die T-Shirts da drunter legen? Nicht die Zeitung. Es gibt kein... Ja, will ich auch nicht. So. Das macht keinen Sinn. Doch, du legst die T-Shirts da drunter, dann schlägst du den ab und der fällt weich nach unten. Glaube ich. Lass erst mal so eine Gasflasche hochgehen. Was haben... Was haben wir jetzt eigentlich bei der Gabel? Ja. Die lecke ich nicht ab. Ach ja, genau. Können das wir... Das muss ich doch nicht aufgabeln.
Was könnten wir denn gabeln? Keine Ahnung. Wir gabeln... Kaffeebecher? Nein. Wir gabeln den Matt. Das muss ich doch nicht aufgabeln. Gut, dann gabeln wir den Matt halt nicht. Bitte nicht auf quatschen, all bitte. Die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Abstechen? Nein. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Ja, okay. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Warte, komm, komm. Ist die Gabel wenigstens scharf oder können wir die irgendwie schärfen? Mit dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen, unser guter Freund R. Vielleicht hiermit? Der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Okay, warte. Meine Hände haben immer noch diesen alten... Ah. Boah, die sind aber auch am Quatschen, das gibt's ja nicht. So, komm. Müssen wir... Ne, ich will das komisches... Was doch mal das war, ich glaube, der Lieferschein, den will ich doch nicht. Können wir die Gabel vielleicht ein bisschen verformen? Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Gut, dann nicht. Können wir vielleicht... die Gabel elektrisieren? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Nee. Tja, und herzlich willkommen wieder zurück bei der normalen Situation bei Randall's Monday. Man weiß natürlich wieder überhaupt nichts und ja, jetzt haben wir eine blöde Gabel und eigentlich eine Verletzung im Auge, aber Abschiedsbrief. Vor allem gebrochener Stalaktit. Jetzt ist ein kleiner Riss drin. Schön. Nein. Sieht etwas lockerer aus, aber ich krieg ihn noch nicht ab. Der sagt, er bekommt den noch nicht ab. Aber wenn ich jetzt das mache... Der ist schon spröde und ich will ihn nicht kaputt machen. Was? Aber anscheinend will der den abmachen. Also, ich auch. Laserschwert. Oh ja. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Das muss ich doch nicht aufgabeln. Doch, musst du. Wenn ich das sag, dann musst du das. Das ist keine gute Idee. Mann. Ich glaube, wir töten noch ein paar Katzen. Es kann so nicht weitergehen. Hammer. Will der nicht machen. Streichholzdinger. Keine Ahnung. Können wir den vielleicht den Trichter da unten ran flupsen, dass der dann, wenn er weich aufkommt oder irgend sowas? Nein. Doch. Kleben will er das auch nicht. Warte, gibt's hier den Boden? Wohnzimmer, nein. Es gibt aber auch nicht die Möglichkeit, den Boden auszuwählen. Sonst könnten wir aus den T-Shirts oder aus... Ja, aus den T-Shirts eigentlich nur so eine weiche Form basteln, dass da das Ding nicht runterfällt oder nicht so laut runterfällt und die da vorne sich dann nicht so die Platte machen. Können wir den jetzt mitnehmen? Die muss ich nicht nehmen. Jedenfalls nicht jetzt. So, die Schublade ist dann auch weg. Oh Gott, das ganze Zimmer ist zerstört. Jawohl. Hier ist so ein Strich, der noch nicht zerstört. Also hier haben wir noch Platz für das Fenster. Wir können noch was in der Mikrowelle explodieren lassen. Da bieten sich noch viele Möglichkeiten, irgendwas zu zerstören. Hier. Das muss ich doch nicht aufgabeln. Du sollst die Metallgabel in die Mikrowelle legen. Vielleicht passiert dann was. Was nicht passieren soll, normalerweise. Huch, nein. Wie versüfft der Comic auch schon wieder ist. Also, es ist der zweitneueste, den hat überall Risse in den Seiten. Gut, Eselsohren hat er auch drin. Das gibt's doch nicht.
Was können wir mit der Gabel jetzt machen? Der ist leider völlig unbrauchbar. Der hilft mir nicht mehr weiter. Sieht etwas lockerer aus, aber ich krieg ihn noch nicht ab. Achso, das ist bestimmt nur die Lüftung vom Herd. Er bekommt den aber noch nicht ab, diesen Stalaktit. Also müssen wir... Ist nur für ernsthafte Angelegenheit. Vergiss. Ja, okay. Irgendwie müssen wir den doch weich machen. Oder wir pieksen den Stalaktit da durch und dann fällt der dann weich. Das macht keinen Sinn. Ja, dann mach doch selber einen Vorschlag, hm? Weißt du, nur am Rumnölen und wenn der irgendwas für lustig empfindet, dann macht er das. Ansonsten immer nur dumme Kommentare wie, nee, mach ich nicht, will ich nicht. Ich meine, wir haben die Möglichkeit, noch ein paar Katzen zu töten. Lieferscheingabel? Es gibt doch... Gefrorener Met. Ofen. Können wir den einschalten? Mit dem Ofen habe ich nichts zu schaffen. Okay. Nee, bloß nicht. Ganz und gar nicht. Edding. Da schreibe ich nichts drauf. Na gut. Töten wir Katzen. Huch. Das Spiel möchte nicht, dass die Katzen getötet werden. Oder mein Mausrad, ich weiß es nicht. Boom, die Schublade wird gesprengt. Genau. Okay, töten wir Katzen. Nein. Man sollte nicht versuchen, mit dem Mausrad zu scrollen. Das. Achso, das bringt ja sehr viel. Aha, ist nur leicht beschädigt. Nein. Nein. Das ist jetzt aber nicht so. Achso, vielleicht für die am Handy sitzen. Da stand gerade irgendwie, dass man den Entenbügel benutzen soll. Das ging aber eben nicht. Hä, will der mich verarschen? Was? Da ist ein Riss drin. Den perm ich per Hand nicht ab. Aber per wirklichen Entenbügel. Was ist das für ein Zauberhut? Ach komm, der will mich doch verarschen. Hier, popel mal richtig. Will er nicht, okay. Na dann, tschüss Ted, tschüss Ned. Es war schön. Mit euch. Waren da nicht gerade Schritte? Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum Besten... Da waren aber gerade Schrittgeräusche, oder? Kamen die von der Straße vielleicht? Was macht ihr hier? Silent Bob und Jay. Könnten das zwei Leute sein, die ich vielleicht auch kenne? Ich weiß es nicht. Mal sehen. Der Typ kommt mir bekannt vor. Mir auch. Der Fettsack da kommt mir bekannt vor. Hi. Was zum Geier soll das denn heißen? Hallo? Wir kennen dich nicht mal, Kumpel. Also verpiss dich. Hey, was ist denn dein Problem, Alter? Ich hab doch nur Hi gesagt. Oh, mein Fehler. Manchmal kriege ich mich nicht ein. Ich bin Jay und das ist mein Hetero-Lebenspartner Silent Bob. Nette Verkleidung. Habt euch richtig in die Charaktere versetzt, was? Verkleidung? Wovon zur Hölle redest du? Egal, also... Wieso seid ihr gar nicht auf der Sci-Fi-Convention? Das war eigentlich der Plan, Mann, dass wir auf diese scheiß verfickte Nerd-Convention gehen. Aber dann ist uns aufgefallen, dass das ja voll die scheiß Schwanzparade sein muss. Und wir stehen auf Muschis. Ich meine, Weiber. Verstehe. Na dann, ich will auch gar nicht eure Zeit mit meinem Scheiß verschwenden. Sehen uns. Klar, Alter, sehen uns, Mann. Snoogens. Was? Was? Hab nichts gesagt, Mann. Okay. Ich bleib lieber auf Abstand. Ich habe keine Lust, dem Kerl zu begegnen, wenn er seinen Schwanz zwischen die Beine geklemmt hat. Und ich fürchte, darauf würde es hinauslaufen.
Okay, dazu sage ich jetzt gar nicht. Warte, halt. Wir haben ein was noch nicht probiert. Schon wieder Koalas überall. Wir müssen doch mal. Wird auch nichts nützen. Ja. Ihm? Lieber nicht. Okay. Ich glaube, die beiden kenne ich dann doch nicht. Glaube ich, weiß ich nicht.